What happens next is absolutely terrifying. Truly bizarre. We'll be right back.
Einen wunderschönen guten Abend, Sternbürger. Hier ist die Space Bear. Und der Space Dirk im neuen Jahr. Seid gegrüßt. Genau, allen, denen wir noch kein frohes Neues gewünscht haben, das geschieht hiermit. Ein frohes neues Jahr euch lieben. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir freuen uns, selbst unter neuem Namen. Genau, der Neustart hat begonnen. Er funktioniert noch nicht so hundertprozentig, wie wir uns das vorstellen. Ja, vielen Dank nochmal für die Information hier. Die Ankündigung läuft immer noch unter KIT Space Dirk hier im Discord, warum auch immer. Ich habe dem lieben Bot jetzt schon das Ganze abgemeldet und wieder angemeldet und habe es ja dann auf extra die Space-Familie, sollte es dann ja heißen, das füllt er hier automatisch ein. Mit dem Link hier, aber nein, er macht es immer noch nicht. Warum auch immer. Ich werde dem Bot, glaube ich, da nochmal komplett die Rechte entziehen und nochmal bei Null anfangen. Der scheint da etwas störrisch zu sein. Ansonsten muss ich mal den Support anschreiben und da mal um Hilfe bitten. Ansonsten sollte eigentlich alles funktionieren. Genau, der Space Familienbot läuft auch. Sehr schön. Dann machen wir erstmal Begrüßungsrunde. Richtig. Ja, der Ostfriese ist da. Moin, schön, dass du da bist. Der Why So Serious, hallöchen, schön, dass du da bist. Der Mondscheinritter, hallöchen. Der Pazifist ist da. Guten Abend. Der Chrissy ist da. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Genau.
Und Ositas hat sich gerade noch reingeschlichen. Hallöchen. Ah, sei gegrüßt. Ja, wir grüßen natürlich auch alle Lurker, die im Hintergrund sind und ja, vielleicht auch keine Lust haben, sich hier im Stream-Chat zu melden. Für euch natürlich auch alles Gute und frohes neues Jahr. Und ja, der Neustart steht an. Den einen Tag habe ich einen Teststream gemacht und habe dann mal einiges ausprobiert und ja, den einen oder anderen Fehler weggekriegt. Aber wie gesagt, mit meinem Bot hier im Discord weiß ich nicht, warum der sich da noch irrisch anstellt und da immer auf den alten Link da noch verweist. Aber das, wie gesagt, kriege ich die Tage noch raus. Und es haben sich noch zwei reingeschlichen, der Artorias und der Monster. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Ja. Selbst zu der unchristlichen Zeit, ne, 21 Uhr. Wir sind gerade von der Arbeit gekommen, wirklich nur kurz raus aus den Klamotten, rein in die Jogginganzüge und hier vor den Computer geschwungen. Genau, im Spätdienst ist das immer so ein bisschen stressig, aber das kriegen wir trotzdem hin, solange die Autobahn frei ist. Hat auch nicht so doll geregnet wie gestern, also gestern wäre es komplizierter geworden. Für alle nochmal der Hinweis, ja, Space Familie heißt jetzt hier unser Kanal. Wir haben uns, wie gesagt, der Community gebeugt und haben gesagt, okay, komm her, dann nehmen wir diesen Namen hier auch an. Und wie gesagt, den einen Fehler kriegen wir hier auch noch raus und dann... Ja, wird hier alles standardmäßig weiterlaufen. Was dieses Jahr so passiert, haben wir euch ja schon mehrfach mitgeteilt. Ja. Und ja, ein paar Termine stehen auch schon im Kalender vom Discord. Da war ich schon fleißig gewesen mit Bettina. Wir haben uns da schon mal ein paar Termine rausgesucht. Und auch der Termin der Ladies Night steht fest. Der wird am 8.3. um 19 Uhr sein. Einfach nur Ausrufezeichen Ladies Night, der Befehl. Und hast du gelesen, was das auch für ein Tag ist? Ja. Das ist der Weltfrauentag. Das ist aber tatsächlich Zufall. Weil Sea und ich, wir müssen ja mal gucken, dass wir zusammen irgendwie Zeit und frei haben, weil die ja auch immer gerne mitmachen möchte. Und dann hatten wir uns auf den Tag geeinigt und dann schrieb sie mir, das ist der Weltfrauentag. Also das passt wirklich diesmal wie Faust aufs Auge. Genau, Artorias, wie gesagt, wenn deine bessere Hälfte da Lust und Interesse hat, dann Attacke. Und wie gesagt, kann auch gerne mit auf deinem Stream dort übertragen werden. Oder auf eurem Stream übertragen werden. Das ist nicht das Thema. Meine Frau macht bestimmt auch gleich einen Shoutout für dich. Ach, Mist. Ach, da bin ich gepennt. Entschuldigung. Dabei. Und ansonsten gibt es heute ein Giveaway. Einfach nur Ausrufezeichen Ticket eingeben und dann müsstet ihr eigentlich ein Ticket bekommen. Ein paar haben ja schon gekauft, genau. Pazifist und Ostfriese haben schon gekauft. Ja, und ran, ne? Best. Ja, kann auch gerne noch ran. Ein Ticket kaufen. Sollte es Probleme geben beim Ticketkauf, bitte gleich bei mir hier mal melden. Weil ich habe die gesamten Kanalpunkte resettet auf 0 gesetzt. Ihr fangt so gesehen bei 0 wieder an. So. Ich sag, genau, der Monster hat auch eins gekauft. Sehr gut. Sehr schön, genau. 2 Millionen Alpha United Earth Credits gibt es heute. Ja, gesponsert das Ganze vom lieben Volpi. Vielen Dank. Ne, dass er da so eine riesen Spende da gemacht hat. Wollte ich gerade sagen. Ein Hoch auf Volpi. Ja. Genau. Ja, Monster, wie gesagt, die 2 Millionen Alpha United Earth Credits kann man gewinnen. Und wir ziehen natürlich auch nicht so spät. Wir sehen zu, dass wir gegen 10 Uhr das Ticket hier, also das Ganze zumachen und dann den Gewinner ziehen, weil viele von euch müssen ja sicherlich morgen früh arbeiten und wollen nicht so lange hier wach bleiben. Da ist die Frage, müssen die denn anwesend sein? Nein, nein. Alles klar. Also man muss nicht anwesend sein. Okay. Und wie gesagt, wenn ich informiere, dann hier über Twitch und dann zahle ich das morgen entsprechend dann aus. Dann machen wir das in aller Ruhe. Das ist nicht das große Problem. So, ja, Star Citizen News. Es läuft langsam aber sicher wieder bei CIG an. Diese Woche wird es noch kein Inside Star Citizen. Aber nächste Woche wieder. Genau, nächste Woche. Wir sind auch schon ganz heiß. Los. Und unser Moderator. Genau, also jetzt alle benehmen hier, ne? Hacken zusammenknallen. Ne, die Celia ist da. Ich kann bannen. Hallo Celia. Genau. Denk dran, Celia, ich möchte gerne Zwischenergebnisse haben. Das wäre ganz lieb. Weil eigentlich wollte ich mich gerne Dart gucken, aber egal. Heute, ich habe leider verpennt, dass heute das Finale ist. Und der Set Black ist da. Guten Abend, schön, dass du da bist. Danke, Celia. So, ja, wie gesagt, Inside Star Citizen und Star Citizen Live geht ab nächste Woche wieder los, geht wieder an den Start. Bettina und ich, ja, haben schon hier Gewehr bei Fuß, wollten den einen Tag schon das Tutorial hier eigentlich drehen.
Ja, damit war das los sind. Ja, wir wollten, Citizen CIG hat hat gesagt, uns. nö, Nö. heute nicht. Na, Wir ja, konnten die. nicht tanken. Ich konnte die Starfarer nicht auftanken. Genau. Und ohne tanken oder ohne Sprit macht das Ganze so überhaupt keinen Sinn. Richtig. Naja, wir werden es die Tage nochmal probieren und dann können wir hier das Video zu Ende drehen. Ton ist soweit schon alles fertig und da brauchen wir nur das Video einschneiden. So, was gibt es sonst Neues seitens CIG? Buyback, Token, Kalender oder ne, Daten sind da und zwar für die jeweiligen Quartale. Ne, Quartal 1 am 8. Januar, Quartal 2 am 8. April, Quartal 3 am 8. Juli und Quartal 4 am 7. Oktober. Da gibt es den Buyback-Token. Da könnt ihr dann mal entsprechend Schiffe wieder zurückkaufen. So. Ja, genau. Und Untankbar, genau, Hannover Set ist, weg. der ist gut, ja. Genau. So, ich genieße gerade noch einen Schluck vom Odin-Trunk, ein Honigbier. Mich, Honigbier, ja, cool. welches Ja. mein Schwiegersohn in Spe mir geschenkt hat zu Weihnachten. Na, eins hatte ich gestern schon genossen und eins genieße ich heute. So, ja, ansonsten ein Update gab es hier, ne? Healing und Medical Treatment. Was jetzt exakt im Einzelnen neu ist, ja, weiß ich nicht, aber ich denke mal, ja, ich werde das mal die Tage in Ruhe durchforschen. Nachher irgendwas mit. Das heißt Impairments. So, Sekunde, da muss ich ja mal wieder gucken. Ja, oh Gott. Einträchtigung. Ach, das Multitool macht das nicht mit dem Lifeguard Medical Attachment. Das wird sich wohl geändert haben bei Rot. Ja, ansonsten, die Bedienungen stehen hier drin, was für verschiedene Arten es gibt, um sich so ein bisschen aufzuputschen. Und Ich ja, nehme wer immer das nur noch den nicht roten kennt, Medpen. ja, kann das hier gerne nochmal nachgucken. Ansonsten, wie gesagt, bei uns im Discord werden diese Nachrichten auch immer gepostet mit den entsprechenden Links. So. Ah, hier hat sich auch einiges mit den Medical Ships Tier 3 entsprechend geändert. So, Personal Inventory. Ja, ist auch irgendwas neu gemacht worden. Genau, Personal Vehicle. Aber ich hatte hier vorhin schon durchgeblättert. Also, was sich jetzt im Einzelnen geändert hat, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich werde es die Tage nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe es eben nur kurz vorm Stream alles beides einmal kurz überflogen. Und dann ja, werde ich da vielleicht mal berichten, was sich im Einzelnen geändert hat. So, falls noch jemand einen Invite haben möchte, wir machen heute keinen offenen Stream, sondern ja eigentlich einen geschlossenen. Falls noch irgendwer mit möchte, mit einer, ja, Vulture oder was auch immer, wir werden heute wieder etwas auf Bounty-Jagd gehen und dann kann der eine oder andere gerne hinterher und den Schrott, den wir hier hinterlassen, entsprechend dann aufsammeln. Wir warten noch ein paar Sückchen Also und wenn sich dann keiner meldet, dann starten wir ins Vers. So, ansonsten alle, die wir noch nicht gehört haben und gesehen haben, wir hoffen, ihr seid gut in dieses neue Jahr reingekommen und ja, habt die ersten Tage schon gut verlebt. Manch einer hat ja Urlaub, verlässt noch nicht mal das Häuschen in seinem Urlaub und ja, manch einer, so wie Bettina und ich ja, sind schon fleißig am Arbeiten, dürfen auch am Wochenende arbeiten. Darum, ja, der nächste Stream, mal gucken, wann wir den machen. Vielleicht, ja, am Montag haben wir ja frei, ne? Oder? ja, Mutter war frei, aber ah. Mal gucken, vielleicht, Ja, mal gucken, das besprechen wir nochmal. also genau, also wenn, ich habe vor, am Sonntag hier nochmal einen Stream zu machen. Ja, wie gesagt, dann lass uns doch Sonntag. Genau, das wäre nämlich auch so meine Idee. Ja, Dann machen wir Sonntag um 20 20 Uhr. Uhr, genau. Da wäre ich bei. So, da sich keiner gemeldet hat hier, dass er mitmachen Zur möchte, Not können wir das ja auch noch im Nachhinein machen. startfrei. Jawohl. Ja, demnächst gibt es dann auch noch neue Musik hier. Und zwar von Epidemic Sound, Empfehlung vom Mondscheinritter, die ich dankend oder den ich dankend angenommen habe. Muss nur noch mal mit der Anmeldung da gucken. Irgendwas hat da nicht so ganz gut geklappt.
wollten meine ja, Visa-Card irgendwie, kam da immer wieder ein kleiner Fehler rein, woran es auch immer gelegen hat. So, und denkt dran, ne, Ausrufezeichen-Ticket, um am heutigen Giveaway dran teilzunehmen. 2 Millionen Alpha United Earth Credits gibt's. Und das wird die Tage immer fleißig so weitergehen, bis das Geld vom lieben Volpi weg ist, alles vergeben wurde. So, zack. Und hier liegt natürlich schon wieder gleich der Schrott rum. Warum auch irgendwas? Bin da noch nicht drin. Warte auf mich. Nö. Wait. Wie, was, nö? Was ist denn da los? So. Genau, was die lernen Pullen hin. Ich hoffe, es kommt bald so, dass jeder seine eigene Behausung kriegt und nicht man irgendwo drin rumstromert. Dann werden die Leute hoffentlich ihren Laden mal ein bisschen aufgeräumt. Halt hin. Also ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ah, jetzt geht's los. Das ist. So meckern. Ja, wir werden ein paar Playlists fertig machen, dann auch mit der neuen Musik, damit mal was Neues hier abgespielt wird und nicht immer die ja, alten Sachen hier. Bist du auch in der Mitte? Nee, dann musst du nochmal neu starten. Das heißt Alt 4. Alte 4. Nee, einfach ganz normal wieder noch mal rausgehen raus, aufs Menü. Okay. Oder geh mal zur Vorsicht ganz raus. Jetzt gehe ich mal zurück zum Menü. Geh ich gleich nochmal ganz raus. Voll. Immer passiert bei mir sowas. Warum? Naja, letztens war es ja bei mir. Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, immer passiert bei mir sowas. So. So, gut, dann gehe ich nochmal komplett raus. Mal gucken. Nächste Woche, wenn ich mal Zeit und Lust habe, dann werde ich mir mal angucken, ob der Replication Layer Tech Preview noch läuft. Wenn ja, will ich den mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Mal gucken, wie das da so läuft. Da irgendwas spürbar ist. So, Artorias war heute auch fleißig am Salvagen. Ist glücklich mit der Reclaimer. Und der Mondscheinritter hat heute Nachmittag auch gestreamt. Alle Zuschauer waren völlig perplex, was da plötzlich falsche los Uhrzeit. Ist. Ja, falsche Uhrzeit, falsche Uhrzeit, falsche Uhrzeit. Und ich habe ihn dann gefragt, weil er dann sagte, er hat gerade sturmfrei, ob er da jetzt untenrum in Unterhose sitzt und ansonsten Bier und Pizza-Bringdienst ansonsten nur am Laufen sind bei der sturmfreien Bude. Und dann fragte er mich, welche Unterhose. Also das war echt, ja, geiler Schenkelklopfer. Ja, Artorias, damit lässt sich im Moment richtig gut Geld machen. Ja. Ne? Also das Salvaging, das lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, da wir, du bist ja jetzt neu dabei und musst natürlich entsprechend Credits farmen. Ich habe hier immer, was weiß ich, zwischen 5 und 10 Millionen bei mir an Guthaben. Das reicht mir eigentlich immer allemal. Viel mehr brauche ich da im Endeffekt nicht. Und du musst dir natürlich deine Credits verdienen und auch entsprechend dann nochmal ein paar Schiffe kaufen. Oh, ich bin jetzt Gruppenführer. Ja, ich dachte, ich könnte jetzt Join Leader machen, aber es funktioniert leider nicht, weil nee. Ich kenne Join. Server full. Mal wieder versuchen. Ja, mache ich ja schon die ganze Zeit. Ah, C2, genau. C2 hatte ich vorhin gesehen, warst du mit unterwegs, genau. Ja. Schönes Schiffchen, Bettina und ich haben die ja mit echt Geld jeweils gekauft. Ja. Weil wir auch so ein bisschen ja Transportgewerbe machen wollen später. Ja, was heißt später? Aber im Moment läuft es ja nicht so gut. Handel betrifft. Und wie gesagt, das lukrativste im Moment ist wirklich mit Salvaging. Und Mining werden wir demnächst auch mal wieder ausprobieren hier. Good morning, Sunshine. So, wie viel sind denn jetzt hier auf dem Server?
Normalerweise hättest du nämlich deinen... Den Platz wieder kriegen müssen, ja. Ne? Ja, aber dadurch, dass du wahrscheinlich irgendwie Join Leader gedrückt hast. Nee, ging vorher schon nicht. Nee, ging vorher schon nicht. Ja, zeigt er leider... Aha, zeigt er leider nicht an, wie viele die auf dem Server sind. Ich wäre mich eben beinahe, das ist ja echt blöd gemacht, wenn dann hier in deiner Friends-List weitere ins PU reinrücken, ne? Ich wäre beinahe eben den Kangoa gefolgt. Ja. Ich habe es in letzter Sekunde nicht, dass ich jetzt Kangoa in unseren Tenne nicht mag, um Gottes Willen. Aber das wäre doof gewesen. Hätte ich mich gewundert, wo du bist. Ja, in-game habe ich mir also auch noch vorgenommen, eine Vulture zu kaufen, damit ich Bettina und oder dass Bettina und ich auch mal so zu zweit wieder unterwegs sein können und mal ein bisschen Salvaging betreiben können. Genau, die Prospector zu Minern steht bei dir noch auf der Liste. Ja, ich habe hier die Mole in meiner Liste, die hatte ich mal gekauft vor langer Zeit. Die hast du schon lange, ne? Die ist schon ewig. Genau. Also gut, die Gladius ist eins meiner ersten Schiffe nach der Aurora gewesen. Hammerhead wird demnächst zur Polaris dieses Jahr. Dann habe ich ja hier die Reclaimer. Dann die Vanguard Harbinger habe ich, glaube ich, irgendwo als Loner her. Invader Arrow, glaube ich, genauso. Ja, die Piscis habe ich hier noch. Dann eine Hornet. Ob hier eine zweite ist, weiß ich nicht. Oh, die ist sogar noch zerstört. Die muss ich gleich mal beanspruchen. Ja, dann habe ich die Mole, ne, weil ich dann auch immer gesagt habe, mit Meeren unterwegs sein ist immer eine coole Sache. Hier im Stream lohnt sich das dann auch, ne, dann auch mal zu sagen, hey, ne, Leute, ne, kommt mit, so wie du das hier heute auch so schön gemacht hast mit der Reclaimer. Ja, Improv Cargo habe ich mal bekommen für eine Werbung. Ja, C2 hatten wir uns mal gekauft. Bettina hat dann ihre über eine CCU-Kette mal erworben. War die nicht so teuer? Ja, die Cutlass, die ich immer sehr gerne fliege, die werden wir auch gleich nochmal rausholen. Die Halsey, ja, im Moment leider das Gameplay ein bisschen verbuggt, lohnt sich nicht. Ja, Aurora bestimmt auch irgendwo als irgendein Loner her und dann die Constellation Taurus entsprechend hier noch angeschafft. Wer hat sich reingeschlichen? Der Citizen Tom. Hallöchen, Guckuck. Ich bin auf dem Weg. Sehr schön. Brauche ich noch genug dabei. Das ist ja auch eins der Ziele letztes Jahr schon gewesen, hier mal ein bisschen besser ausgerüstet ins Vers zu gehen und nicht immer wie ein Friseur. Ja, wie so ein Friseur, nur mit einem Kamm in der Tasche. Ja. So Mondschein. Unterhose wieder an oder immer noch untenrum frei? Jetzt habe ich ein Problem, hier kommt kein Zug. Ja, das nächste Problem, ich drehe durch. Ja, eben war schon und... oh, da liegt er schon wieder. Und, aber der kam nicht, der Zug. Ganz gleich sehen. Ups. Ich muss mich gleich noch erstmal kurz ausrüsten. Wieso bin ich denn nicht ausgerüstet? Ah. So, und ich glaube, ich werde meinen Händel bald umbenennen. Ich bin dann hier irgendwie Weltraumputze oder sowas. Hier kommt keine Bahn. Ach doch, jetzt ist er da. Ja, da. Geduld, Junge. Ja, aber die hat dreimal eben gezählt. Okay. Ja. Und ja, ich habe schon wieder den einen oder anderen Medical Kittel hier entsprechend aufgeräumt bzw. geholt und ja, die Tage werde ich die dann mal alle mal verkaufen, wenn ich mal Langeweile habe. So, Frau kommt erst Freitag wieder, hab also keine Eile. Na, das ist doch fein, dann, ne? Lass den kleinen Mondschein mal, ne, so ein bisschen Frischluft schnappern. Sage mal. Der war heute spät am Streamen. Leute, das hättet ihr sehen sollen. Ne? Ganze Community stand Kopf hier. Ne? Haben sich alle die Augen gerieben, so nach dem Motto, hä?
Wie spät ist es denn? Ist das nicht über 10 Stunden zu spät? So, wie gesagt, nochmal Appell an alle. Es gibt ein Giveaway. Also Rinder, Ausrufezeichen-Ticket für 2 Millionen Alpha United Earth Credits. Ach, gucken wir gleich mal, was wir nehmen. Fangen wir mal mit was Leichten, Schnellen an und arbeiten uns dann langsam hoch. Warte auf mich. Ja, ja, also ich habe das Schiff ja noch nicht mal gerufen. Schon. Nein, so. Ja, die habe ich ja schon fast voll hier. Also fast halb voll, so. Saturin. Hallöchen. Auch dir ein frohes, neues und, ja, gesundes neues Jahr. Gesundheit ist ja immer das Wichtigste. Wir hoffen, du bist gut reingekommen ins neue Jahr. Ja, unseren Silvester-Stream hier gemacht und ja, hast ja schon gesehen. Wir sind jetzt die Space-Familie. So, hier vorne in dem einen Fahrstuhl bin ich, gleich in dem ersten hier. Ich sehe deinen Marker gar nicht, aber gut, ist auch nicht so. Die Tür geht auf. Jo. Siehst du meinen Marker? Ja. Wie war das? Einmal anrufen, ne? Achso, ja. Ja, vielleicht kommt es vielleicht. Ach ja, alles gut. Muss ich mir, ich sollte mir vielleicht mal eine Knarre mitnehmen, ne? Ja, weißt du, was du wieder vorhast. Kannst du ja für Server mal machen. Mach ich gleich, wenn ich im Dings bin. So, Artorias, ja, mach dir keinen Stress. Brauchst dich nicht immer extra abmelden, also musst du nicht unbedingt machen. Dich abmelden. So. Mach dir da keinen Stress. Kümmer dich um den Kleinen. Der ist wichtiger. Oh. So, mal gucken, ob sie jetzt angeht. Ja, warte mal, noch nicht. Gleich beim ersten Bin Mal. Noch kurz. Ja. Ah, da habe ich noch irgendwo was im Rack drin. Nee, die habe ich, glaube ich, alle rausgenommen, ne? Also, letztes Mal konnte man das alles noch so schön sortieren. Das funktioniert jetzt gerade mal wieder nicht. Da bin ich schon wieder echt bedient. Jawohl. Hab ich. Ach, warte mal. So, wupp. Alles klar. Ja, du kannst. Gut, dann werde ich schon mal die erste Mission annehmen und scheren. So, nehmen wir erstmal ein Foil-RT. Alles hier sehr. So, folgen und jawohl. Ich schere jetzt. Jo. Wird hier alles so ein bisschen dröge wieder. So, flupp. Ich habe übrigens 5 Tools mit. Und 3, 4 und 6 Traktorbeams. Also wenn wir was verlieren sollten, alles kein Problem. Ja, ja. Also wenn wir so viel verlieren, dann haben wir, glaube ich, was grundsätzlich verkehrt gemacht. Oder CIG von der Programmierung. Ich wollte es nur gesagt haben. So, war ne? Eben zufällig. Mhm.
So. Da habe ich bestimmt so im Glück gehabt. Hm. Also bei mir zeigt er an, dass alles einwandfrei läuft. Also wenn, dann wird es an Twitch liegen. Das ist immer einfach gedacht, aber wenn ich gucke, ich habe volle Auslastung hier an der Übertragung. Was hast du denn für Probleme, Chrissy? Aber irgendwie keinen Marker, merke ich gerade. Dann hast du ihn vielleicht nicht als... Doch, habe ich. Ich habe gerade geguckt. Ja, aber den hast du eben auch... Ich war gerade drin, ich habe geguckt. Dann entfolgen und folgen einmal. Ich habe aber auch Call to Arms angenommen und das hat dann, das steht nicht drin. Ja, Störungsmeldung. Twitch Server. Ja, vielleicht stehen die auch unter Wasser. Wer weiß das schon so genau? Ist ja so einiges hier an Telekommunikation abgesoffen. Also ich habe tatsächlich immer noch keinen, aber gut, dann ist das jetzt so. Ein Call to Arms hat er auch nicht angenommen. Ich kann es aber auch nicht nochmal annehmen. Obwohl hier oben steht, aktives Kopfgeld, sehr merkwürdig. Oh, ein Raffle. Rein ans Raffle mit Ausrufezeichen Join. Der Citizen Tom hat's vorgemacht. Entschuldigung! Was ist denn das da links eigentlich? Links von uns. Das ist die Rennstrecke, ja, ja, ne? Ist das Snake Pit oder welches ist das? Ja, Wari, tralala, irgendwas. Okay. Cool. Da werden wir demnächst uns wieder betteln, beziehungsweise erstmal im Arena Commander werden wir so ein bisschen trainieren, ne, bevor wir ins PU gehen. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen und das hier war ja auch damals die Rennstrecke, die wir mit Dings gemacht haben hier. Mit Zeig, mit Kendua, genau. Genau. Ach, das war doch Snake Pit, oder bin ich blöd? Ja. So, jetzt habe ich auch keinen Marker mehr, super. Entschuldigung. Da kommt er, da ploppt er wieder auf, da hinten. Jetzt habe ich ihn auch. Jetzt ploppt er. Kann man die Walcher mieten? Ich habe es auch mal versucht, aber... Ja, das ist auch. Rave mal so. Oh, da kommt was. Ja, ja. Nicht aufschalten, warum nicht? Kann ich schießen? Schon. Kann ich aufschalten? Kann ich schießen? Waffenfunks. Auch immer. Super, du kannst nicht aufschalten. Ich kann nicht aufschalten. Ich versuch's jetzt einfach mal so. Ich geh nicht auf. So, Schilde sind fast down, ich muss hier mal raus. Falls irgendwie einen doofen Server erwischt, ne? Oh, weißt du, Sirius schreibt, nein, kann man anscheinend nicht mieten. Ich denke, die Vulture kann man mittlerweile mieten. War da nicht irgendwas? Weiß es nicht. Die Zeit um. Oh, oh, oh. Wir sind aber hier hart getroffen.
mal ein bisschen mehr hier auf meine Schilder achten. Und nicht auf die Waffensysteme. Kompass? Oh. Nervt du, dass ich den nicht aufschalten kann? Gar kein Aufschalten, weil es sind ja mehrere, ne? So, wenn ich das jetzt ja, richtig sehe. Ja, dann ist erstmal egal. Dann baller doch einfach erstmal drauf, vielleicht. Ja, mache ich ja schon. Aber 1000 Meter. Ja, das wird so nix. Ja, das müssen wir die entfollowen und nochmal neue versuchen. Die Würfel noch mal neu einstellen? Nee, das hat ja nichts mit den Würfels. Achso, okay. Das ist wieder der Special Effekt. So, Schilde sind jetzt ganz runter. So, bevor sich das hier gleich ganz erledigt hat. Oder fehlt auch schon wieder die Hälfte. Ah, nee, doch nicht. Die ist seine Rakete ab, super. Einfach nur so. Also ich kann jetzt auch nicht mehr aus der Außenansicht raus. Kann du gar nichts mehr machen. Warte, jetzt geht's wieder. Ging doch. Naja, eben geht's wieder, aber eben ging gar nichts mehr. Eben konnte ich gar nichts mehr machen. Ich wollte mich gucken, ob... Achso, mieten, nicht kaufen. Ah ja. Hier noch, wir haben noch alles dran. Alles, was sein muss, haben wir noch dran. Das ist doch schon wieder Grütze hier. Die IG, was macht ihr hier? Wollen wir mal Server wechseln? Hm? Ah, wir müssen wir erstmal irgendwo. Ja, erstmal landen irgendwo, ja klar. Oder wir machen mal ein Bedlockout, gucken mal, ob das funktioniert. Ah. Oh Gott, das ist aber schon wieder gut am Qualm. Hupala, ich krieg schon mal bei Nase. Wäre gut am Qualm hier, das Ding. Ja, ich gucke mal, wir müssen so oder so dann irgendwo eine Station anfliegen. Du hast doch, du hast ein Bett. Aber ja, wir machen erstmal. Okay. Ich kann immer noch nicht schießen. Systeme sind alle an. So, dann mach du erstmal ein Bedlockout. Wie mache ich denn das? Wie gemacht? Also hinlegen? Ja, hinlegen. Lass dich hin, ich will mich hinlegen. Nee, da drunter. Ja, da drunter. Jetzt nur setz dich hin. Verändere mal deine Position. Ich schon die ganze Zeit. Warte mal, dann stehe ich hier mal auf, dann versuch's mal oben. Ja. Vielleicht nur unten das Bett. Magie. Das hättest du erst mal aussteigen können. Versuch du mal, ob du unten kannst. Hey, mach du erst mal hier oben. Ansonsten machen wir beide oben, ist doch erstmal egal. Monster, wir drücken dir die Daumen, dass es klappt heute. So, und jetzt gehe ich raus, oder was? Ja, F-Taste. Und dann muss irgendwo... Hier musst du mal rechts und links irgendwo gucken. Alles klar, okay. Aufstehen. Okay, aufstehen. Melden. Schiff nicht im Besitz. Also kannst du das nicht. Super. Nee. Bei mir geht's. Leg dich hin. War ich jetzt? Melden, Schiff hat Passagiere. Super, Astra. Ach ja, CIG, du machst schon was mit uns. Ja, aber theoretisch gesehen. Jetzt kann ich noch nicht mal aufstehen hier. Lege dich hin. Ja, ich liege doch schon.
Scherzkekse. Ich kann doch nicht mal mehr aufstehen jetzt. Wollt ihr auch so ausloggen? Geht doch auch, oder nicht? Zurück zum Menü. Ja. Und dann ist das Schiff hier und dann? Ja, dann muss ich es aber neu wieder claimen. Das dauert. Na ja, gut, okay. War nur so eine Jetzt steht er endlich auf. Wenn wäre ich geflogen, wäre auch kein Problem. Dann nimmst du die nächste Dings, die nächste Station. Ach, die Server, die reagieren auch gar nicht. Schalt hier. Ach nee, T ist das ja, Mensch. Ja, aber die reagieren sehr, 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 sehr laggy. Ja, und Nita ist genau. Set ist schon soweit. Klar. Aber danke für den Hinweis. Ja, er macht immer die Geräusche, als wenn das Schiff angeht, aber es geht in Wirklichkeit nicht an. Super. Ach, jetzt habe ich Call to Arms. So, ich habe dem erstmal wieder entfolgt. Ah. Was denn, geht nicht, oder was? Ah, jetzt endlich. Sind wir eigentlich auch da? So, gucken, haben wir hier irgendwo eine Bodenstation, wo wir mal kurz auffrischen können. McGrath müsste doch gehen. Es geht auch hier auf Port Trussler. Nee. Ja, bevor wir da jetzt hingeflogen sind, dann erstmal zumindest reparieren. Ja, ist mir auch schon öfters aufgefallen, dass die Cutlass hier doch so ein bisschen verbuggt ist. Kann gar nicht sein. Special Effects. Genau. Ja, Ognitas, du kannst ein wahrer Freund sein. Nein, vollkommen okay. Kann ja auch mal sein, ne, dass man hier so völlig verpeilt davor sitzt. Ich höre nicht das erste Mal, dass einer von uns beiden hier nicht so ganz den Durchblick hat. Genau, so ein Stream lebt ja auch von der Community. So ist das ja nicht. Nicht, dass du uns ja jetzt auch so ein Outpost dann dahin. Ja, also jetzt der Outpost hier, der bildet sich noch nicht mal, der ist noch nicht mal zu sehen. Nee, ich sehe mich auch nix, deswegen. Ich wundere mich jetzt auch gerade. Ja. 4 Kilometer, wir müssten eigentlich schon was sehen. Wie ist der eigentlich? Der kommt jetzt da. Ploppt er auf. Oh, kommt da. Alter, finde der Server, der hängt aber echt ganz schön. Ja, der lass uns, wie gesagt, von runter. Macht keinen Sinn. Ja gut, wir werden wahrscheinlich wieder auf den gleichen kommen, ne? Meinst du? Ja, du hast ja deinen zugewiesenen Chart in dem Sinne, es sei denn, du nimmst eine andere Region. Ja, nehmen wir an, wenn ich... Oder wir versuchen, wir gucken, ob Quangua hier auf dem Server ist. So, wie kommst du auf Quangua jetzt? Ja, dann folgst du dem eigentlich einfach irgendwie. Nee, Quangua ist nicht hier. Versuchen wir nachher auf seinem Server zu kommen. Aber erstmal gehe ich ja kurz looten, wenn ich darf. Wenn er nicht da ist. Ja, wusste ich das. Wusste bestimmt die gesamte Community, kann dass gar du nicht jetzt sein. Hier wieder, ne? Kann gar nicht sein. Alles wieder aufsammelst, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Ja, selbstverständlich. Ach, wenn wir erstmal hier irgendwo uns ausloggen können auf irgendeiner Station. Huch. Ist, glaube ich, auch nicht viel, wo ich hier looten kann. Es sind, glaube ich, nur so 1-2 Gebäude. Geht schnell. Es sind ja ein paar Gebäude hier. So ist nee, hier links ist ein lauter Container.
dachte ich mich auch erst, dass es Gebäude sind. Du hast ja auch noch das für. Für die, was für die Fegels. Ja, da willst du auch was. Ja, aber nicht immer. So, Harry Hurtig, frohes an euch alle zusammen, frohes Neues. Frohes Neues Osterfest, oder was? Ja. Er hat Zeit, gegen den Strom zu schwimmen. Oh, was macht das Schiff denn hier? Ach, das wird hin und her gepustet. Hä? Es wurde eben weggepustet. Ja gut, aber sowas finde ich dann immer plündern. Sowas finde ich immer ein bisschen albern, ne? Muss ich ja mal zu meiner Schande gestehen. Und unser Target ist hier. Sollte ich vielleicht mal kommen? Würde vielleicht Sinn machen, ne? So, er zeigt... Nee, der kann eh nichts machen. Er zeigt mir zwar an, dass wir in einer Waffenstillstandszone sind und ich deswegen nicht schießen darf. Oh, was ist denn heute? Ich habe auch noch so einen Frosch wieder im Hals, weiß auch nicht. Wenn ich kommen soll, sag Bescheid, bitte, ne? Der kann da eh nichts machen. Ja, was heißt Warnung, unsynchrone Triebwerke? Ich habe doch gerade repariert hier, was soll die Scheiße? Also heute geht der Server mir so ein bisschen offen, ne? Ich merke das schon. Aber falls es dich interessiert, ich habe hier schön viel, was ich mitnehmen kann. Das würde ich nicht machen, Harry Wurtig. Was denn? Nein, das macht er. Da ist er Kumpel. Da bin ich mir ganz sicher, dass er das nicht macht. Oh, guck mal, ich kriege sogar noch ein Tool hier. Kann man dafür das 8. oder 9. Hier Essen, Trinken habe ich auch jetzt. Sehr schön. Ja, dann kann ich auch noch mal was trinken. Mein Avatar kriegt so langsam wieder Durst. Wie gesagt, ich habe dabei. Hier habe ich mir echt gut was rausgeholt. Ich erinnere mich doch gleich mal dran, dass ich in dein Schiff packe. Ja. Ja. Was ich hier überall schon rumliegen habe auf den ganzen Stationen, das ist Wahnsinn. Oh, das sind echt ein paar. Ups! Nee, ist klar, genau. Hat's der Schröder. Alt, aber immer wieder gut. Ja, das finde ich ja so ein bisschen komisch hier in dem Spiel manchmal, dass hier Schiffe weggeweht werden. Ja, man hat ja schon mal berichtet von wegen, dass dann irgendwann der Wind mal so stark wird, dass sie auch Probleme hast, dann irgendwie mit einem Raumschiff zu fliegen, dass du dann gezwungen bist, mit dem Bodenfahrzeug zu fahren. Also das wird auch nochmal interessant. Was ich albern finde, muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ich weiß, heulen auf hohem Niveau wieder. Wenn du als dein Avatar da rumflitzt und die C2 umgeschmissen wird. Ja. Also das finde ich dann schon doof. Ja, deswegen. Das ist ein bisschen das übertrieben ist, aber mit Gott, dem ja. Wind hier. Wir sind ja noch da. Denken wir, dass er das auch nochmal irgendwann hinbekommt. Ach, tatsächlich. Nicht oben einer, ne? Ist das unser? Ja, eine Aurora und die unser Target. Die Origin, genau. Ich komm gleich. Ja, ist aber schon cool gemacht, ne? Dass so ein NPC dann auch uns mal so ein bisschen hier auf dem Kieker hat und verfolgt. Ne? Also, Pelz rückt, ne? Mhm. Schlecht ist das nicht, aber wie gesagt, der Rest hier, das hier, Moment. Bisschen Grütze, ne? Zumindest ist er so ein bisschen rot geschossen worden. Na toll. Hab ja auch drauf geballert wie eine Irre, nur mit dem Treffen war es halt alles ein bisschen blöd, ne? Ja, also Maus und Joystick gehen. Lustig. Oh, da kommt der andere Redcon. Müssen wir jetzt auch ein Video drehen? Bitte. Beschießt uns nicht. Kann ich. Oder nicht. Trinken und Essen haben wir jetzt aber reichlich. Ist ja auch nicht schlimm. Ah,
sitzt man hier unten. Nee, 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 kriegst mich nicht. Mach doch, mach ja. doch. Ein, zwei, drei Eckstein, alles muss versteckt sein. Eins noch? Natürlich wird eine CCI vom Wind erfasst und ich nicht. Ich bin ja auch dick und schwer, wenn ich richtig gegessen habe. Da wird die C2 zum Fliegengewicht. Naja, das glaube ich nicht. Du wirst uns so einen erzählen. Ist doch bestimmt voll durchtrainiert. Huch. Der kommt ja bis auf 150 Meter an, der kleine Dreckspesel. Ja. Ich dachte eben, was schwebt denn da vor mir? Ja. So, eins noch, dann komme ich. Ja, ja, wir werden dann hier gleich mit Nachbrenner erstmal weg. Jo. Dann mal gucken, ob die Kiste dann geht. So, 10 Minuten noch. Ne? Ich versuche, die Uhr so ein bisschen im Blick zu haben fürs Giveaway. Ausrufezeichen-Ticket für 2 Millionen Alpha United Earth Credits. So, wer es gebrauchen kann, bitte gleich ein Ticket kaufen. So, und da ist der... Oh Gott, jetzt muss ich erstmal zum ersten Mal... Oh nee. Der ist zum ersten Mal hier gewesen. Graceful Crapper. Und auch zum letzten Mal. Ach du je, und ich bin wieder verletzt. Toll. At this. So, der ist erstmal gleich. Auf Wiedersehen, goodbye. Achso. So, disgraceful. Hab ich gar nicht Crapper. Gelesen. Ja, hier irgendwelche Follows und sonst was einkaufen gibt's hier nicht. Machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. Machen wir nicht, kriegen uns wir nicht wieder rein. Persönlich ist es egal. Ja, ich sag mal, ob einer zuguckt oder ob. Gar keiner zuguckt oder tausend, genau. So, bin wir drin. Aber ich muss noch kurz. Hey! Ist eben gerade hier an uns vorbeigeschossen. Ja, 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 ja. Die scheppern hier ganz gut an uns vorbei, die Beine. Ich sehe das hier auf dem Radar. Ja, wie heute ich genau. Nicht ganz zugekriegt hier. Ah, ich habe auch so ein bisschen zugelegt. Naja, zu meiner großen Marathonläuferzeit. Da sind dann doch, oder ist dann doch der eine oder andere Kilo mehr drauf. Ja, sitze oben im Turret. So, guck mal, ob du aufschalten kannst. Wir sind ja in der Mystic Zone. Nein, mit dir, mit dem hier oben. Damit kannst du noch ja, aufschalten. Das weiß ich. Kann ich es nicht. Keiner weiß. Der ist auch an, ne? Der Schubregler. Dreh mal unten, dann siehst du es ja. Ach, nee. Ach, dann habe ich für den falschen angemacht. Darum geht's nicht. Dann drück mal T. So. Ja, jetzt haben wir es doch. Das ist dann. Oh, ich hab natürlich jetzt entfollowed. Soll ich den aber schnell wieder entfollowen? Ja, folgen meinst du? Ja. Entfernst du mich? Ja, obwohl diese ist ja nicht mehr drin, der Fuck. Kannst du ihn nochmal scheren? Oder ist gerade schlecht? Jetzt ist gerade schlecht. Ich gebe jetzt nochmal Vollschub. Jetzt kann ich endlich schießen, aber zumindest. Ja, doch, zwei Waffen, ist klar. So. So, dann share ich den nochmal und dann gucken wir mal. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Quatsch. Wenn nicht, macht, wie gesagt, mal keinen Stress. Jad. Eilen. So, share ist raus. Jo. So, und dann gucken wir mal. So, das war auch schon. Ah ja, siehst du, so gut sind wir. Wir brauchen gar nicht da sein. Wir nehmen die einfach alle an und gammeln ein bisschen in der City rum. Die bringen sich dann schon selber um. Ich hab mich erwischt. Ach du? Ich hab mich dann. Was soll das denn heißen? Ach du? Ja, ich hab mich erwischt. Ich hab kalt gemacht. Warum nicht gleich so? Ja, weil ich vorher nicht konnte. Oh. Und wir hatten uns aufgeschaltet. Da ist noch der zweite. Das ist eine Aurora. Die sollten wir ja wohl so kaputt kriegen. Das war's. Auf Wiedersehen. War schön, mit dir gespielt zu haben, aber. Ja. Tschüss. Wollen wir auch beide gucken, zwei Sets. Dankeschön, Thea. Achso, wo ist er? Genau. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Furz. Er fliegt aber.
einmal einen mit dir geben. Ich glaube, der geht in Weltall. In Weltall, toll. Nee, jetzt geht er runter. Nee, ins Weltall. Geht er wieder hoch. Da auf uns zu. Lauf dann uns vorbei. Ah, jetzt geht's runter. Jetzt geht's abwärts. Sieht sehr zerstört aus, ne? Jetzt geht er im Sturz gut runter. Mhm. So, und gleich klatschen wir vor den Berg. Ich sehe da schon so boing. Ja, lass weiterfliegen. Jetzt eine Explosion. Guck mal da. Was du sagst in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ich habe übrigens nur noch 97% Gesundheit. Ich bin gerade die Treppe runtergeflogen. Ach, 97, das geht. Ich habe auch ganz viel Medpens dabei. Ui. Oh, die steht ja wieder toll hier. Gucken wir doch mal, ob wir was verwerten können. Oben doch, oder? Warte mal, hier war doch eben war doch irgendwas. Ah, eine Waffe könnten wir rein theoretisch gesehen wegnehmen. Hier oben, ne? Ja. Da hinten. Wir öffnen. Geht auch nicht. Gut. Ach, die eine Waffe da. Ich bin gerade dabei. Gut, dann nehmen sie mit. Ich hoffe, dass es auch wieder funktioniert. Ja, die muss zu dir wahrscheinlich. Du musst wahrscheinlich von vorne das weitermachen. Von vorne, okay. Versuchen wir es mal. Weil da ist auch noch eine. Hupsala. Ja, die hier, die genau die hast du in der Mitte. Da musst du nach oben wahrscheinlich weg. Die werden wir vielleicht nicht wegkriegen, weil das Schiff natürlich auf dem Kopf liegt. Das ist doch blöd. Hupala. Ist mal ein bisschen im Wege, ne? Ja, warte mal, ich wollte es mal versuchen, so ein bisschen. Voilà. Was baue ich denn da ab? Man weiß nicht genau. Wir basteln uns ein Schiff. Vielleicht können wir das auch verkloppen. Nimmst du nicht mit? Klar. Quatsch. So. Erstmal schön plumpsen lassen. Wir rennen uns hier aber echt. Gibt's doch nicht. Warte mal, ich versuch die mal auf die andere Seite zu drehen. Soll ich mal mitdrehen? Nee. So, genau, nach innen so ein bisschen weg war es. So. Also mein Avatar, der kreucht schon wieder, ich weiß nicht, wie so ein, ich weiß nicht was. Schwer gearbeitet. Ja, ich glaube auch, du. Huch. Hoppala. Da hinten ist ja der. Hoppala. Voll. Ich? Ich hab gar nichts. Nee, hat's mich voll. Nee, nicht. Ich bin unschuldig. Ja, ich auch gar nicht. So. Gut. Er ist noch reingekommen. Ach, Lina. Sei gegrüßt. Schön, dass du wieder da bist.
Wie geht's dir? Wir hoffen, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Und herzlich willkommen hier auf unserem, ja, relativ neuen, alten Kanal der Space-Familie. Und sorgenfrei Fem, hallöchen, lieben Gruß an die Familie. Jetzt kann ich auch schon, kennen wir ja schon die ganze Familie. Genau. Ganz lieben Gruß. Und der Caesar, hallöchen. Der Luna ärgert mich schon wieder. Das kann gar nicht sein. Er ist ganz gemein schon. Ist ganz böse zu dir. Ja, wie ist es? Seid ihr gut reingekommen in das neue Jahr? Und wer wissen möchte, was die nächste Zeit hier auf dem Kanal abgeht, in unserem Discord gibt es jetzt einige Events, die dort angelegt sind. Drei Stück an der Zahl. Und zwar am 13. war es genau um 19 Uhr interviewen wir hier die Interstellare Handelsmarine. Genau, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Im Februar wird es mit euch ein Racing-Monat hier geben. Und dann? Am Weltfrauentag werden wir eine Ladies' Night machen. Genau. Meine Damen, ran geht's. Bettina freut sich über jede Dame. Auf jeden Fall. Denn was braucht das Wurst? Na? Mehr Bier. Oh, ich antworte auch immer, nein, mehr Frauen brauchen wir. So, Shares raus. Jawohl, Sekunde. Mit Ausrufezeichen Ladies Night könnt ihr die Informationen auch nochmal einholen. Und ja, wäre schön, wenn du den lokalisieren würdest, wenn wir wissen, wo hast der Kollege hier ist. Hast nein, du den? Nicht. Gut, ich habe. Nochmal folgen und entfolgen. Nee, wir müssen einen kleinen Moment wahrscheinlich warten. Der Server hängt wahrscheinlich noch nach. Hängt aber echt nach, ne? Mein... Kann ich mir noch mal schnell was zu trinken holen? Ja, das war den einen Tag mit dem Replication. Layer Server genauso. So, Display Info 3, zack. Haben wir noch? Nee, ne? Das ist... Aber BWN läuft noch. So. Genau, mehr Wombats im Vers. Ne? Wer weiß, wann die Kühe mit diesen, ja, diese sechsäutrige Kühe kommen. Naja, ich finde es ein bisschen, okay. Aber, naja, liegt ja alles im Auge des Betrachters. Und Tenne, auch dir einen wunderschönen guten Abend und nochmal, ja, auch dir ein frohes neues Jahr, ne, viel Gesundheit und ja, wir freuen uns schon auf die Bar Citizen hier in Hannover. Ja, Bettina und ich werden uns die Tage dann irgendwann mal auf den Weg machen und ja, da mal mit den Location-Betreibern sprechen und schauen, ja, was da so machbar ist, und dann, wenn wir uns auf eine Location geeinigt haben, Bettina und ich, also zwei Stück haben wir zur Auswahl, dann geht's an die Terminsuche und dann werde ich mich auf jeden Fall melden, ne, dass du dann auch dein freies Wochenende hast, genauso wie wir. Das steht ganz oben auf der Liste. Ja, und im April 10 Uhr. Ich dachte, die Uhr steht. Ja. Und im April geht's dann weiter mit dem Interview im Kartell. Soll ja der eine oder andere drin sein im Kartell. Ja, hat ja so ein paar Mitglieder, die Organisation. Aber nichtsdestotrotz, egal welche Organisation ihr angehört, ob ihr ja zur IHM gehört, zu Merck oder sonst was, das ist ja uns hier recht egal auf diesem Kanal. Wir freuen uns hier über jeden, der da ist. Und
ja, jeder kann natürlich auch Fragen stellen, wenn es dann zum Orga-Interview geht, um ja Informationen über die Organisation einzuholen. Ja, springen wir jetzt hier durch den Planeten. Hast du einen Marker? Ja. Cool, ich nicht. Genau, so ein paar Mitglieder, der ein oder anderen. Ne? Genau. Oder Tenne, hi Tenne. Guck mal, so spät hat sie dich entdeckt. Ich war ja gerade. Wenn ich ihren Hintern versohlen soll, dann sag Bescheid. Ich war gerade was zu trinken holen. Ich war gerade unten. Entschuldigung. Faule Ausrede. Ist gleich was auf dem Popo, du. Nein, du hast die Verlosung nicht verpasst. Bleib ganz ruhig. Einatmen. Mann nicht. Einatmen. Gut, dann. Wer noch die 2 Millionen Alpha United Earth Credits verdienen möchte, beziehungsweise gewinnen möchte, ja, kann sich jetzt noch schnell ein Ticket kaufen. Danke, Ausrufezeichen-Ticket und dann geht's los. Ja, alle cute. Ja, hör auf. Du lügst doch. Ich hab einen Marker. Du hast einen Marker, gut, dann sehen wir noch zu, dass wir den. Nein, mach doch erstmal die Verlosung. Schnell kaputt machen hier. Mach doch erstmal die Verlosung. Bleib kurz stehen und dann mach die Verlosung. Den schaffen wir noch. Den machen wir kaputt. Ja. Mal nicht vorher auf den Boden klatschen. ja, Monster bleibt. Ja, wie gesagt, alles gespendet von unserem lieben Wolpi hier. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an ihn. Und ja, Chrissy hat ja auch den einen Tag was gespendet. Na, da müssen wir uns ja auch noch bedanken. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr hier die ja, Twitch-Community von uns so entsprechend hier unterstützt, finden wir. Cool. Prospektor ist das, ne? Oh, da könnten wir vielleicht was. Also nicht ganz so kaputt machen, sagst du. Machen wir erst den anderen kaputt. Wer ist denn der andere? Ach so. Haben wir einen anderen? War noch ein, ich hab nur die. Ja, da war noch ein zweiter. Nick, sowieso. Nick Ackermann, ja, den habe ich ja. Das war die Prospektor. Oh, nee. Und wer ist der andere? Oh. Und wir sind im Spörgebiet. Ja. Ja. So. Aurora ist der andere. Da ist aber so manch einer, die sind ja richtig böse hier auf uns. Was der böse Sachen gesagt? So, der ist schon mal weg. Huch, wo sind die anderen beiden? Hinten ist noch einer. So. Hopp, wie gesagt. Was? Die Prospektor vorhin. Das ist auch nicht shit. Ich leid. Chrissy und die vier Fragezeichen. Worauf waren die vier Fragezeichen jetzt so gen? Was gespendet hat? Ja, nein, nicht Chrissy. Ja. Chris, also Tenne heißt Chris. Also real name mäßig. Wir kennen uns. So, er ist schon rot, so, da stürzt er jetzt ab. Mal gucken. Irgendwo war hier ein. Ja, ich weiß, genau. Übung. Will mich nicht. Da vorne fliegst du geradeaus, siehst du, ne? Hast du eben geknippt. In einem Teil ist eine ins Wasser, in so einen See reingeflogen. Das war natürlich auch ärgerlich. Lucky im Sturzflug hinterher. Ja, mal gucken, aber genau da sitzt du schon. Sag nicht, dass wir uns gleich im Boden bohren. Mal ungünstig. Runter hier. Dann gehen wir mal mit einer Außenansicht. Da sieht man das. So.
Zack. Und dann dahin drehen. Zack. Und Triebwerke sind noch an. Das sieht cool aus. Das sieht echt geil aus. So, gut. Es hat keiner mehr ein Ticket gekauft. Das Giveaway wird geschlossen. Und dann schalten wir mal um. Und damit werden die nächsten 2 Millionen Alpha United Earth Credits rausgegeben. Wir wünschen allen viel Glück. Genau. Der Ostfriese hat gewonnen. Hey! Siehst du, mein Dings, das rastet wieder aus. Herzlichen Glückwunsch! Ist er denn überhaupt noch da, unser Ostfriese hier? Ja. Komm her, kriegt Ostfriese mal sein. Ostfriese, du hast gewonnen! So, und ich kann mit meinem Tool hier wieder nicht arbeiten. Muss mir wieder ein neues holen. Ja, dann mache ich das gleich. Ja, ich hole mir gleich nochmal schnell ein neues. Ich habe ja genug. So. Leute, was sagt er? Sollen wir noch einen zweiten Gewinner ziehen? Hm? Ja! Wir hören auf dich hier. Danke. Na? Ganz entzückend. Mal gucken, wie die Meinung hier so ist. Ob wir nochmal 2 Mille gleich hinterher hauen sollen. In der Zeit kann ich schon mal aussteigen. Und ihr könnt eine Antwort angeben. Was, Leute, wollt ihr denn nix? Oh, Enigma ist da. Hallöchen. Frohes Neues auch dir. Ich die schon wieder auf dem Kopf, dass sie immer auf dem Kopf liegen, ne? Ja. Keine Dings mehr dran hier, nichts dran. Die Waffen sind aber hier oben noch. Die kriege ich jetzt irgendwie. Monster, ja! Siehste. Einer der. Oh, cool. Ja, als Frieser muss ich dir das mal überweisen, ne? Zack. Das habe ich immer auch nicht abgekriegt. Ha. So. Den Bergbauleser. Wir nehmen alles immer mit, ne? Wir sind hier die wahren Ludolfs. Genau. Wie heiße ich da nochmal? Ja, als Frieser, das sollte man natürlich wissen. Das müssten wir schon wissen. Luck. So, auf der anderen Seite irgendwas drauf hier. Nee, da ist überhaupt nichts mehr drauf. Haben wir das alles abgeschossen? Wie horst du? Huch, jetzt. Rastet's aus? Rastet meiner hier auch aus. Der muss ja einen neuen nehmen. Nö. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig. Aber ich lock mich mal eben. Alles immer mit der Ruhe, Ostfriese. Mach in Ruhe, mach entspannt. In der Meinung, ich habe dich auch in der Freundesliste, ne? Kann das sein? Ich auch, aber auch als Ostfriese bin ich der Meinung. Na, wer schmeißt denn hier eine Waffe direkt vor die Tür? Ich. Wer sonst? Mein Gott, ist ja egal. Komm so durch. Guck mal. Geil, ne? Ne, denk dran, in meinem Alter stolpert man mal. So, gut, die 2 Mille kriegst du auf jeden Fall gleich. Und dann ziehen wir nochmal einen zweiten neuen Gewinner. Und gewonnen hat der Chrissy. Monster, das Glück ist dir irgendwie nicht heult hier. Ich weiß nicht. Chrissy, herzlichen Glückwunsch. Und Chrissy bräuchten wir dann auch mal den Ingame-Namen, damit wir da alles rüber spenden können. Chrissy ist auch noch im Log. Da ist er, genau. Ah, bitteschön. Ja. Gerne. Der Dank gilt hier unserem Olpi. Genau. So. Und zwar. War hier draußen doch noch eine Kiste. Wo ist die denn? Freunde. Genau, verdient wieder Punkte, ne, immer rein hier, ne, wie gesagt, es ist alles auf Null gesetzt.
Hatte ich den Ostfriese? Ne, da bekommt er da unten wahrscheinlich, weil er noch nicht eingeloggt ist. Bin der Meinung, wir hatten uns mal geaddet, aber kann sein, dass ich auch einige wieder rausgehauen hatte. Und der Ostfriese und Set Black haben jeweils 25 Sterntaler gewonnen. Vielen Dank für die Hilfe. Der Ostfriese, der nimmt hier alles mit. Boah. Sagen, der räumt hier ab. So, und Chrissy, wie waren da der Händel? Ich bin der Meinung, nee, nicht Chrissy, nicht. Also ähnlich. Hab auf jeden Fall in der Freundesliste. Chrissy, ja, dann müsstest du, ich sehe dich nämlich nicht in der Freundesliste, hier müssten wir, ach, da warst du doch gerade, Mensch, Dirk, mach die Augen auf, Junge. So, okay, dann erstmal. E-H-R-I-S-I-E. Da ist er. So, 2 Mille. Ist sie. Wie heißt du denn, Ostfriese? So. Geld ist raus, Chrissy, müsste auf deinem Konto sein. Aber aus Friese, wir wissen, wie du heißt, ne? Space Dirk. Ja, Captain Dirk. Oder Captain Dirk und der, genau. Aber ich kann dir auch sowas überweisen, glaube ich, ohne. Ah, der aus Friese 1, ist ja, irgendwann habe ich dich, glaube ich, mal rausgehauen. So, dann werde ich das Geld mal überweisen. Gerne, Chrissy. Ist er denn? Alter, hier durch du. Nein, das machen wir anders so. Was ja auch so gibt für 25 Millionen Freunde. Nein, ach oh Gott. Der Fehler auch noch. Oh. So, Ostfriese 1. Ostfriese 1, Ostfriese 1. Da kommst du ins Vers. Kannst ja mal sagen, wenn du drin bist im Vers, dann überweise ich das, dann siehst du das hier oben. Ja. Ich denke, du kriegst Glasfaser, Mensch. Ja, ich glaube, das war, du kriegst, genau. So, und? Wollen wir nochmal einziehen? Wollen wir nochmal 2 Mille raushauen? Ja. Ui, da alleine eine ERT war ja mit der Ares Headlink. Ja, wenn er angezeigt wird, heißt ja noch nicht, dass er drauf gejoint ist, glaube ich, ne? So. Weil erstmal wird ja der Slot aufgemacht. Ah, oh, okay. Ich wollte nur gesagt haben. Sag mal Bescheid, wenn du komplett auf dem Server bist. So, und die 2 Millionen gehen jetzt raus. Ja, Monster, wollen wir es das dritte Mal versuchen heute? Hm? Was meinst du? Monster ist heulend zusammengebrochen? Nein. Ja. Hoffen wir nicht, ne? Ja, nicht zu danken. Wie gesagt, wir sind nur Übermittler. Rausgegeben hat das Ganze der liebe Volpi. Mir egal, nee. Was ist da denn los? Komm her, wir versuchen es nochmal. Wir drücken hier ganz alle schmollig. Ganz, ganz fest den Daumen.
Wir drücken jetzt mal unser Monster hier ganz fest die Daumen. Los, kommt Leute, Daumen drücken. Das gibt's doch nicht, der Pazifist hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und der ist gar nicht mehr da, der Pazifist, der kriegt's gar nicht mehr mit. Ach, da ist er noch. Da ist er noch. Ah, Pazifist, du hast 2 Millionen Credits verdient, gewonnen, verdient. Ach, da oben ist er. Bekommen. Sehr cool. So, wie heißt du denn in-game? Ich helfe dir gleich in die Schuhmädel. Ja, mach mal. Oder hat man den schon geedit? Der gleiche wie hier. Pazifist. 62? Ja. So. Senden. So. Gerne. Also, jetzt haben wir 3 Gewinner gezogen. 5 haben insgesamt mitgemacht. Also es bleiben noch 2 über. Aber überbleibt der Artorias TV und der Monster. Damit ihr das auch nachverfolgen könnt. Ja, komm. Das ist doch... So, Artorias kriegt nochmal 2 und Monster kriegt auch nochmal 2. So, jetzt... So, dann haben wir 10 Mille jetzt rausgehauen. So, hat jeder was bekommen hier. Können alle zufrieden sein hier. Kann keiner meckern. So, erstmal. Und dann noch alle im Look. Artorias TV. So, der kriegt erstmal. So, und Monster war cool, Monster, wenn ich das noch, oder Monster cool, irgendwie so in der Art war das. Bist der Beste. Ja, Monster, alles gut. Wie gesagt, die Credits kommen ja nicht von uns, Nein. Die kommen ja vom lieben Wolpi. Und dann geben wir die mal raus und dann machen wir so einen Joke hier mal durch. Das ist doch gar kein Thema. Es sind nur Credits, irgendwann wird das Ganze mal wieder zurückgesetzt und alles gut. Ne? Aber vielleicht kannst du dir ein schönes Schiffchen in-game kaufen, leihen, wie auch immer. Genau, du hast auch gerade neu angefangen, genau wie Artorias TV, dem gönne ich das natürlich auch, ne, um Gottes Willen. Cool Monster war das, ne? Irgendwie so war das, glaube ich. Cool Monster. Und wie gesagt, Cool Monster war richtig, ne? Bevor ich das überweise, warte ich nochmal auf dein Ja oder Nein. Wie gesagt, ihr habt gerade frisch angefangen, Mensch, da gönnen wir euch das von ganzem Herzen, um Gottes Willen, ne? Und wie gesagt, dann geben wir das auch gerne raus, dann könnt ihr euch dafür irgendwas kaufen, in-game, und wie gesagt, irgendwann wird das Ganze eh wieder resettet, und demnächst sehe ich dann auch mal ein bisschen zu, dass ich hier mit der Reclaimer mal ein bisschen Geld mache, und wenn wir da ein paar Mille zusammenhauen, dann hauen wir die auch nochmal raus. Monster, wie heißt du denn in-game? Cool Monster, ne? War, glaube ich, richtig so, ne? Dass wir jetzt dem Falschen hier irgendwas überweisen. Ja, genau, das war richtig. Genau, hat die noch. Na, in meinem alten Hirn muss man manchmal so ein bisschen... Da fehlt noch eine Null. So, 2 Milde. Und Abflug. So, müssten bei dir angekommen sein. Sehr schön. Na.
Oh Mann, ja. Ich hätte dir gleich den ersten Gewinn schon gewünscht, aber ja, so ist das manchmal. 2 Millionen sind 2 Millionen, ob sie erst oder die letzten sind, das ist ja wurscht. Wie gesagt, ich habe da immer bei solchen Spielen eigentlich Glück, weil man sagt immer, das Glück ist mit den Dummen, darum habe ich immer Glück. So. Lerloyfeind ist nun Sternenbürger. Herzlich willkommen. Hello Payne, danke für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Willkommen an Bord. Genau. Du bist jetzt auch ein Sternenbürger hier bei der Space Family. Unser Kanal ist ja gerade frisch umbenannt worden. Und ja, wenn du Fragen hast, dann einfach Fragen. Genau. Und ansonsten, ja, stehen wir hier natürlich auch über Facebook, genauso wie über Instagram und natürlich auch im Discord zur Verfügung, ne? Und wenn du deutsche Übersetzungen vom Inside Star Citizen haben möchtest, guckst du einfach auf unseren YouTube-Kanal. Da gibt es von uns immer ein Voice-Over. So, ja, ansonsten gibt es hier immer mal ein paar Giveaways, so wie heute auch. Ne, gab es 5x 2 Millionen Alpha United Earth Credits. Wenn du magst, kannst du ja mal reinschreiben, ja, seit wann du so Star Citizen spielst. Und ja, was du da so hauptsächlich drin treibst. Wir machen heute mal ein paar kleinere Aufträge hier. Hier unsere Reputation bei Microtrick noch so ein bisschen zu erhöhen. Was ist, da habe ich auch lange nicht mal reingeguckt in meine so, Reputation. Shares raus. Oh, jetzt habe ich auch gleich einen... Marker. Ich drehe durch. Das ist, da haben wir so alle fünf Teilnehmer heute Abend glücklich gemacht. Ja, das ist doch auch. Wenn ihr glücklich seid, sind wir es auch. Ja, für Bettina gucke ich im Moment auch schon nach einem neuen Rechner. Ich habe das mal so komplett zusammengerechnet, was da so an Wunsch-Hardware ist. Derzeit bin ich bei knapp über 4,2 da angelangt. Mal gucken. Sie soll ja jetzt auch einen neuen Rechner kriegen, weil der alte, ja, kämpft immer so ein bisschen am Limit und muss nicht unbedingt sein. Ja, genau. Aber gut. Ich bin immer so, dass ich sage, ich gebe lieber ein bisschen mehr aus und dann habe ich für längere Zeit was. Ich habe ja diesen 7950 drin und Bettina soll den gleichen kriegen, bloß eben als 3D-Variante. Und ja, auch eine 4090, wie ich hier drin habe, und 64 GB RAM, 670er Mainboard und ja, Wasserkühlung für CPU. Ja. Mein Marker ist schon wieder weg. Ah, der kommt bestimmt. Ja, meine auch. Das ist mal, wenn du dich näherst. Oh, ein Angelkajak kommt. Na, gibt's dann auch Streams vom Angelkajak aus? Oh, cool. Das wäre cool. Ich will gucken. Ja, eine Person oder zwei. Apropos Ostfriese, dieses Jahr wird es in Hannover eine Bar Citizen geben, die wir hier organisieren. Ja, Termin werden wir dann noch bekannt geben. Vielleicht passt es ja. Ach, du baust hier gerade ein System auf. Ja, also ich habe vor, ja, komplett System zu kaufen. Also, huch, das heißen hier, ich mir gesagt habe, ich habe keinen Bock im Moment hier auf Großzusammenbau oder sonst was. Ich habe hier die letzte Zeit genug gebastelt und gewürzelt. So, da ist ein, das ist aber nicht unser Main Target für uns. Ich habe erstmal Shinan Volkmann, ne? Ja, genau. Habe ich auch im Visier. Genau, wenn es passt, dann kommst du. Wir würden uns freuen. Ach,
IAL-System. Oh, der andere ist davor. Dann machen wir erstmal den kaputt, weil der hier nicht auf uns schießt. Ah, da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten, wie das so funktioniert. Oder das heißt müssen. Also, ne, wäre schön, wenn du mir da mal den einen oder anderen Tipp geben könntest. So funktioniert, was man da so braucht, auf was man da so achten sollte. Wie gesagt, nur so die groben Eckdaten, das reicht. Da musst du mir keine komplette Einführung geben. So, der ist auch weg. Sehr schön. Cool. Möchte nicht wissen, wie viele heute hier reingeguckt haben und gesagt haben, ist Familie? Wer ist das denn? Ja, aber 16 Follower nur noch, dann sind wir bei 800. Leute, das wird echt immer geiler hier mit euch. Immer irrer. Vielen Dank für den Support. So, Kopfgeld hier. Wo ist er denn hier? Wo ist er denn? Was denn? Und Shell geht raus. Achso. Erwin Schäfer. Erwin Schaffer. Ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich habe nämlich mal so ein bisschen im Internet rumgeforscht und da auch nichts Großes drüber gefunden. Und ja, habe gesehen, klar, man kann es auch mit dem Handy machen. In dem Sinne, hatte ich schon mal überlegt, ob ich das nicht einfach mal so testweise mache. Oh, Schubin ist 210 und die ist 242. Du hast ein Target? Ich habe keins. Ja, für uns war es so die Überlegung, wenn mal die Con 42 irgendwie ist, von da aus mal zu streamen. Ja, Con 42 ist eigentlich WLAN vorhanden, auch so für die Streamer gibt es dann extra Highspeed-WLAN wohl. Ich wollte das letzte Mal ja auch streamen, aber wie gesagt, da haben wir so viel um die Ohren gehabt, da bin ich da gar nicht mehr zugekommen. Da war ich froh, wenn ich mal 2 Minuten Ruhe hatte. Aber nächste Con 42 wird für uns definitiv anders. Ja, schauen wir mal, wie es dann dieses Jahr aussieht. Von seitens von CIG wegen der CitizenCon. Ich hoffe, dass es Deutschland wird, wie unser Tenne ja schon gesagt hat. Man munkelt wohl, dass es London wird. Machen wir der Dinge. Aber leider wieder keinen Marker. Ich auch, der ploppt ja mal weg, wenn du drauf zufliegst. Ich habe noch gar keinen. Da vorne ist irgendwas. Da vorne ist aber ein. Ah, nee, da. Das war ein grüner, ne? Da ist er. Kann auch noch nichts aufschalten. Du kannst kein Londonisch. Naja, das macht nichts. Hast du denn schon Star Citizen auf Deutsch eingestellt? Der Certos, den wir ja hier unterstützen, der bietet ja die deutsche Übersetzung an. Falls da also jemand Interesse hat, Star Citizen auf Deutsch sich hier anzutun, beziehungsweise ja, es eben auf Deutsch haben möchte, so wie wir es auch haben, er guckt einfach bei uns auf den Discord drauf. Ich muss da mal echt einen Shoutout, hätte ich fast gesagt. Ach, hat er schon. Sehr gut. Ja, sehr schön. Okay, genau. Vom Certos, wie gesagt, von dem nehmen wir das. Das ist wirklich eine gute Übersetzung. Die gefällt mir sehr gut. Er arbeitet auch fleißig dran weiter. Und wie gesagt, die supporten wir auch über unseren Discord hier. Ja, unser Discord wächst auch immer weiter. Werde demnächst noch einen Kanal oder einen Schreibkanal anlegen. Und zwar, ja, wenn jemand mit wem anders zusammenspielen möchte, kann er da eine entsprechende Anfrage stellen. In die letzte Zeit war es ja so,
dass viele dann auch im Sprachkanal waren und ja, zusammengespielt haben, was uns natürlich auch gefreut hat. Dafür ist unser Discord ja nun auch da, wenn da jemand mal Bock hat, ja, zu quatschen oder ja, zum gemeinsamen Spielen, könnt ihr gerne da den Sprachchat benutzen. Das ist nicht das große Thema. Ja, gibt eine Menge Übersetzungen. Ich hätte auch erst andere benutzt, aber ja, ich weiß nicht. Die hat mir nicht so gefallen und dann bin ich ja durch Zufall über den Xerthos gestolpert. Und will überhitzen. Warum? Warum? Sag mir, warum? Nö. So, tanken werde ich nicht, damit wir demnächst dann auch mal auftanken können, ne? Wenn dann meine Starpara sich mal endlich mal wieder tanken lässt. Ja, ich hoffe, die Dings kann man betanken hier. Ach so, ja, gut. Die Kat lässt das sie ja schon ab. Also sonst nimmst du. Sonst nimmst du meine. Die, 400i. Die geht ja auf jeden Fall. So, aus Friese, ja. Schön, Mensch, dass wir mal wieder miteinander gequatscht haben. Schönen Gruß auch an deine Frau und alles Gute natürlich auch für sie. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass das irgendwann mal hier besser wird mit deinem Glasfaser. Wieso schön. Haben wir, der ist weg. Wir haben schon die 2500 erhalten. Oh ja, tatsächlich. Aber da ist noch ein zweiter. Ja. Earl Wessner. Ja, wir drücken dir die Daumen. Ja, bei uns hat es auch lange, lange gedauert und auf einmal ging es dann voran hier mit der deutschen Glasfaser. Kommt was auf uns zu. So, einmal kurz ausweichen. Oh, rot sind wir trotzdem. Oh, uff, das war er. Auf Wiedersehen. Was war das für ein Verein? Ich habe gar nicht geguckt, was das war. Lohnt sich's? Oder haben wir sie kaputt geschossen? Von der Origin 100. Ja. Vorsicht, vor uns ist ein Berg. Ja, ist immer schade, dass dann hier nicht noch die abgestürzten Schiffe angezeigt werden. Da vorne ist er. Ja. Aber Land ist aber schon schön. Ja, ne? Gut. Die vergessen wir mal. Ich glaube. Ich nehme es so ähnlich. Fliegen wir mal. Alles verkaufen. Alles ist gut, ist ja nicht viel drin. Naja, ein paar Waffen. Ein paar Waffen und einen habe ich. Genau. Aber ist ja egal. Auch klein macht Mist, ne? Sei gegrüßt. Wie ist es? Moin. Groß Neues, falls wir uns noch nicht gesprochen hatten. Aber ich glaube, du warst Silvester kurz da, ne? War das so, oder? Ich weiß, es waren so viele drin. Ich weiß es nicht. Ein frohes Neues und gesundes. Ja. Schön, dass du reinschaust hier in unserem, ja, neuen Kanal der Space-Familie. Dem neuen Alten. Der neue Alte, genau. Wollte ich auch grad. Ich glaube, mein Kind ist wieder eingeschlafen, ne? Kann das sein? Ja. Ja. Und? Hidden? Ja. Schön. Genau, meine ich doch wohl, dass du kurz da gewesen warst. Der Mondschein war ja auch kurz da. Ja, den könnt ihr morgen wieder sehen. Er streamt untenrum frei. So, hat er behauptet. Gut. Nicht, dass da eine gewisse Erwartungshaltung einiger Zuschauer aufkommt. Ist denn? Ist denn? Ah, es ist doch. Beide vier Sets. Und wegen sie ist eingeschlafen. Du pennst.
Mach das nochmal zu meiner Tochter, dann gibt's hier aber Bäm. Ja? Danke, Schnucki. Ja. Dann gibt's hier Platsch. Mit Sicherheit. Also es ist spannend. Ich sehe schon. Genau drüber, ne? Jo. Ach, wenn wir Sonntag wieder streamen, werden wir die nächsten Credits raushauen hier. Hier unser lieber Volpi und unser lieber Henne, also Chris, ja, Ingame Quangua gespendet hat. Wie gesagt, für alle, die recht neu hier im Spiel sind, die beste Chance, dann hier einfach an ein paar Credits zu kommen. Was heißt hier Warning? Ich flieg doch gerade mal ran. Meckert mich hier gleich an. Ich kann nicht mehr. Die Ehefrau. Na. Da oben geht was auf. Ja, ja, oh, genau. Achso, da das ist... müssen wir auch hin. Alles klar. Ich kann mal so nicht sehen. Oh, wo gerade der Kuss war, Flotti. Dann passt da aber Flotti rein. Oh, war ich doch eigentlich auf der richtigen Höhe. Denk dran, alles aus dem Schiff rauszuholen. Jawohl. So, wird das schön, wenn wir dann irgendwann unseren eigenen Hangar haben und alles das, was wir von den Schiffen runtergeklaubt haben, dann hier einfach reinpacken können. Das Chaos möge seinen Lauf nehmen. Ach, ich wollte doch nicht tanken. Egal. Doch, wurscht. Raumanzügen, hau, das ist ja der Hammer. Waffen sind noch da und der Mining Laser. Den Mining Laser, ja, den müssen wir wahrscheinlich woanders verkaufen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo verkaufen können. Alles aus dem Schiff raus, ja, ne? Mach Türen auf. Das Schiff 1 Dorne, guck ich mal, wie weit ich jetzt gleich gekommen bin hier. Oh, hier, guck mal hier, du kannst gleich wieder ein paar mitnehmen. Anzüge hier bei ein paar Medical Kittles. Oh. Irgendwann sammle ich mal alle Medical Kittles ein und dann schmeiße ich die einfach irgendwo hin, dass die Leute da überhaupt nicht mehr rauskommen. Alter, ich frage mich immer, was das hier werden soll. Ja. IG, bitte kleine Strafsteuer für die Herrschaften. Dankeschön. Zwei Stück habe ich bei mir mal reingeschmissen. Ich mach's immer gleich, ohne in die Hände zu nehmen. Das geht ein bisschen schneller. Bist du schon auf dem Weg unten? Ja, ja, ich gehe schon mal langsam runter.
Ja, Tür ist gerade zugegangen. Ja. Ich mach nochmal auf hier. Ich drücke gerade. Ja, manch einer rennt ja damit erst einmal raus und zieht sich dann in Ruhe um. Wie gesagt, wir nehmen die Dinger immer mit und verkaufen die dann irgendwann mal und dann ist gut. Da stellt man sich dann eh mal 2 Minuten ans Terminal. So viel Zeit hat man zwischendurch auch nochmal. Und sind zwar, ich sag mal, 45 Edits nur, aber. Doch klein wie macht Mist. Genau. Wie gesagt, ich finde das immer so ein bisschen, so benehme ich mich zu Hause nicht und bei anderen nicht und ja. Ja, aber warum einfach, wenn es nicht umständlich geht, ja. Genau. Müsste ja nochmal ein Reffel durchgehen, denke ich mal. Damit ihr ordentlich noch Punkte verdienen könnt, wie gesagt. Es ist alles komplett auf Null gesetzt. Huch! Angebufft. Falsch, ne? Hintermaß. Da können wir auf jeden Fall die Waffen abgeben. Flair ist auch noch in der Cutlass. Mhm. Ah, gut. Das sind 1000 Credits, die wir nochmal nebenbei mitmachen. Ja, haben wir da nicht haben, ne? Gut, wir haben ja nicht jedes Schiff mitgenommen. Und wie gesagt, den Mining Laser. Den war oben auf irgendeiner Station. Scheint ja Refinery wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Denn hier müssten es ja eigentlich nur die Dings sein. Die Module, ne? Hier dürfen wir das Ding nicht verändern. Bei mir hakelt das schon wieder so elendig. Ja, ist nichts drin. Aber schön, wenn man sich dann zukünftig so ein kleines Lager anlegen kann, ne? Wenn wir unsere, ja,
instantierten Angare bekommen. War das hier nicht bei Omega? Nee, kann man das nicht ab... Bitte? Bei Omega kann man das hier nicht verkaufen, ne? Nee. Schön hier so rauszugucken, von hier aus noch die Station zu sehen. Nur im Dunkeln sieht das immer so schön aus. Naja, hier sieht man sie wieder. Ah, gilt der das. Irgendwas im Hintergrund noch? Nein, nein, ich habe alles ausgemacht. Extra alles ausgemacht. Ja, obwohl meiner geht auch gerade in den roten Bereich runter. Nee, ich habe extra alles ausgemacht eben. Da freuen wir uns dann auf den nächsten Patch, wenn die Server dann wieder bereinigt sind. Ja. Wenn der Patch dann hoffentlich auch nicht läuft. So, hier kann man Klamotten kaufen, aber hier haben wir, glaube ich, kein Terminal, ne, nein, zum Kaufen, nein, und Verkaufen. Ne? Das war nämlich hier das Problem, sonst hätten wir die Dinger, glaube ich, hier verkaufen können. Genau, nee, das wird nichts. Hören Sie mal zu, so ein Saftladen hier, das können Sie ja wohl vergessen. So, das Raffle ist gestartet, alle nochmal rein hier. Ja, so, der hat mir erstmal Saures gegeben hier. Um die eigentlich, wer die hier sind. Und ist König. Weil er sich wie ein König benimmt. Ah. Guten Tag. Was? Dann da vorbeigerannt, wie geil. Ja, ich hoffe, da kommen noch mal ein paar Terminals rein. Ja, das wäre ganz cool, ja. So, das Raffle ist gestartet. Sehr schön. Da könnt ihr noch mal alle mitmachen. Und wenn das durch ist, dann wird der Stream dann auch beendet sein. Soweit, wie gesagt, funktioniert ja anscheinend alles, außer der eine Bot, der immer noch nie erkannt hat, dass das jetzt der Space-Familien-Account ist. Ich auch noch mit. Ja, wollen wir es mal hoffen. Ja. So, schön. Die Hub funktioniert auch. Da kann man also auch sehen, dass wir live sind. Sehr schön. In 40 Sekunden noch. Die Zeit läuft. So, mein Avatar hier schon mal noch zu trinken geben hier. Du musst das nächste Mal starten, dass er dann gleich einsatzbereit ist. Hallo? Dass ich die Handgranate nicht wieder in die Hand genommen habe. Ja,
So, ja, bitteschön. So, Bettina hat einen Job. Der Tenne und der Caesar haben jeweils 25 Sterntaler gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, Glückwunsch. Ja, wie gesagt, sind wieder ein bisschen zu, dass er ein paar Credits hier verdient. Denn irgendwann kommen ja wieder die nächsten Messen. Und dann gibt es ja auch mal hier und da, da ein größeres Giveaway und dafür braucht man dann eben ein paar Punkte mehr. Entweder ja durch Zuschauen und oder durch die Raffles. Ne? Ich habe übrigens 15 Stück hier von den Nachthemdchen. Ah ja. Und du kurz durchgezählt? Oh, jetzt läuft sie wieder flüssiger, wie schön. Dreh durch. Halt mal hier. Der säuft und säuft. So viel hat er heute gar nicht geackert, was der hier alles säuft. So. So. Gut. Dann haben wir soweit alles hier geschafft. Den einen oder anderen kaputt gemacht auch. Wenn am Anfang ja die Cutlass etwas bockig war und der Server nicht so wollte, aber trotzdem haben wir aber wir waren schon sehr erfolgreich, wo ist ja genau, nicht. Genau, so, dann gucke ich mal bei mir in Delphi rein und dann sehe ich bei MT, ah gut, F da haben wir fast. Und Harry Hurtig, viel Spaß beim Schäfchenzählen, schlaf ja, schön. Dann schlaf schön, na, wir werden auch nicht mehr allzu alt heute. Nee. Definitiv dann auch sehen, ne, dass wir ins Bettchen kommen. Wochenende haben wir ja wieder Dienst und wie gesagt, rechnet mal damit, dass wir am Sonntagabend hier wieder am Start sind. Oder mal überlegen wir uns mal, was wir da machen. Vielleicht schaffen wir ja mal wieder irgendeine kleine Bunkermission oder sowas, ne? Na klar. Nach 12 Stunden Dienst wird es zwar schwer, aber wir werden trotzdem alles geben. Und ja, vielleicht machen wir den Stream auch offen und wer Bock hat, ja, kommt einfach mit. Mal ein bisschen rumlooten da in den Bunkern, mal ein bisschen was mitnehmen, was man alles so gebrauchen kann, ne? Was nicht bei 3 auf Bäume ist. Das nehmen wir doch alles gleich glatt mit. So, und dann gucken wir doch mal, wer hier sonst noch so an ist. Ich weiß schon, wo wir hin. Raiden. Ich weiß gar nicht, wer on ist. Ich muss mal gucken. So, zack, Raid. Ainuras. So, dann schalte ich gleich nochmal in die Endszene. Dann wird der Raid gestartet. Wir raiden mal zum Ainuras mal wieder rüber. Oh ja, schön. Genau, ne, der hat das auch verdient. Der ist da mit 6 Zuschauern. Viel Spaß bei ihm. Eine schöne Restwoche für die, die nur ja, bis Freitag arbeiten müssen. Also sprich morgen und übermorgen. Und am Wochenende frei haben. Und ja, für alle, die die Wochenenddienst haben, ja, einen kurzweiligen. Ach so, ich glaube, Ainuras hört gerade auf. Ach so. Sehe ich gerade. Gut, dann gehen wir mal rüber zum The Lights Methode. Ingenious TV. Gut, dann wünschen wir euch was. Haltet die Ohren steif. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, und dann bis Sonntag, 20 Uhr voraussichtlich. Ciao, ciao. Ciao, gute Nacht. Tschüss.